Jo! Oh, Scheiße! Da war ein Halbslap. Toll, Mann! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Survival Games Video. Uns geht es heute um die neue Map Condans, denn Malte und ich haben da relativ viele coole Sachen gefunden, ziemlich viele Secrets und Tier 2s. Ich glaube insgesamt 18 Tier 2s oder so haben wir gefunden. Und wir haben uns dazu entschlossen, die einfach in einem Video zu zeigen, weil wir spielen beide nicht aktiv, von daher, warum sollten wir das geheim halten, so, keine Ahnung. Und ja, ich werde sie euch jetzt in diesem Video hier alle zeigen und würde sagen, wir fangen dann direkt mal mit der ersten Tier 2 an, und zwar ist die vom Spawn aus Richtung Strand. Ich weiß nicht, ob das Norden oder Süden ist, ich glaube Norden. Und zwar kann man da, wenn man dann über so einen Parkplatz geht, dann sieht man so einen Helikopter und da kann man halt über die Büsche und über den Baum raufspringen. Das ist dann eine Tier 2. Wenn man dann weiterläuft, dann kommt man zu so einem Haus mit einem kleinen Wasserfall. Da unten ist ein Schalter. Wenn der nach unten ist, dann ist er quasi deaktiviert oder aktiviert, ich weiß es nicht. Und dann öffnet sich so eine Tür. Da kann man dann einfach in so einen Keller reinspringen, wo es dann eine verzauberte Fishing Rod gibt. Die hat, glaube ich, Luck of the Sea 1 oder so. Und heißt Ninox Rod oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Raus kommt man einfach über die Leiter und dann halt aus der Tür raus. In dem Haus oben gibt es auch noch ein Secret, und zwar gibt es da ein Holzschwert, das Eisenschwert heißt, und einen Bogen. Am Anfang gab es da so wie auf SG7 halt noch ein Kettenharnisch und halt ein richtiges Eisenschwert, aber das war anscheinend zu OP oder so und das wurde halt wieder geändert zu einem Holzschwert, was einfach Eisenschwert heißt. Finde ich ein bisschen unnötig, aber auch egal. Denn ein bisschen weiter hinter diesem Haus ist dann nochmal so ein Busch mit einer Tier 2. Das ist eigentlich ganz gut zu sehen, weil es der größte Busch ist quasi. Am Strand gibt es dann auch nochmal zwei Tier 2s, und zwar einmal unter diesem komischen Strandhaus, also diesem Pier. Und zwar genau in der Mitte ist dann eine Tier 2 im Wasser. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die Tier 2 bei SG7, finde ich. Also auch der Pier und so, das sieht alles ziemlich gleich aus. Auf genau der anderen Seite gibt es dann nochmal eine Tier 2, und zwar hinter so einem Sandhügel. Da kommt ihr einfach über die Lilipads hin, da müsst ihr nicht hinschwimmen. Und jetzt kommen wir zu einem, Secret eigentlich nur. Da ist jetzt keine Tier 2, aber da können relativ viele Tier 1 spawnen. Und zwar ist es unter einer Brücke. Oder unter so einem, unter so einem Ding nach oben halt, keine Ahnung, wie man das nennt. Und zwar sind da halt die ganzen Köpfe von den Liedern und die Namen und so. Und wie gesagt, da können halt Tier 1 spawnen ziemlich viele, aber keine Tier 2. Ich finde es auch ziemlich nice gemacht, weil den einen Raum, den sieht man nur beim Rausgehen, finde ich. Also beim Reingehen sieht man den nicht unbedingt. Und wenn man dann von da aus nach links rausgeht, dann kommt man zu einer Liane, die man hochklettern kann. Und wenn man dann am Haus vorbeiläuft und nach rechts geht, dann sieht man so einen Laubblock, den man wegmachen kann, und dann kommt man zu einem weiteren Secret, und zwar ist das Rex Caviator Hole 2.0 quasi. Da können auch Tier 1 spawnen, das kann der Tier 2. Das hat er ja schon auf Eudes Hus verbaut, und das ist ganz lustig, so ein Running Gag auf den Maps zu machen. Und ja, die nächste Tier 2 befindet sich bei einer Klippe, die seht ihr da, und da ist halt so eine Druckplatte, wo man raufgehen kann. Das ist auch wie bei Eudes Hus der Diahelm früher. Und da ist dann halt auch eine Tier 2, und da kommt man eben ganz normal wieder raus. An der Stelle hört man auch Lava. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie Lavaseen sind oder so, aber auf jeden Fall hört man da Lava. Vielleicht ist da noch irgendwas, habe ich jetzt nicht weiter geguckt. Aber jetzt kommen wir zu einer richtig geilen Tier 2. Also die ist so unnormal cool. Ich finde, also ich würde sagen, das ist meine Lieblings-Tier 2, falls man Lieblings-Tier 2 haben kann. So hat Malte die gefunden, und ich frage mich immer noch, wie er das gemacht hat. Und zwar ist das bei der Feuerwache. Man kann dann nämlich über so einen Busch hochgehen auf die Bäume, und da kann man hier die Blätter wegmachen. Und dann kann man, hinter dem Fenster ist ein Schalter, den man umlegen kann, wenn man hochspringt. Das ist ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall richtig cool gemacht. Also das Bauteam hat echt, das haben die echt gut gemacht. Und das sind halt, wie gesagt, eine Tier 2. Man könnte einfach durch die Eisentüren da dann normal ins Haus gehen und dann ein paar Tier 1s looten, aber man kann halt auch wieder durchs Fenster raus. Jetzt kommen wir zu einer Tier 2, die ich auch richtig geil finde. Und zwar muss man dafür etwas im Ofen braten, damit da die der Pisten weggeht. Und da kann man da an die Tier 2 ran. Das ist auch richtig geil. Und wären da keine Partikel gewesen, hätten wir das wahrscheinlich nicht gefunden. Hier sind jetzt auch nochmal Melonen, die man abbauen könnte, falls ihr Essen braucht. Bei der Scheune ist dann auch nochmal ziemlich viel Weizen, falls ihr Essen braucht. Also an sich, wenn ihr Essen braucht, dann seid ihr auf der Map eigentlich ziemlich gut dran, weil überall sind eigentlich Melonen und dann nochmal dieses riesen Weizenfeld und so. Und in der Scheune gibt es auch nochmal eine Tier 2, und zwar müsst ihr da auf diese komischen Dinger, da auf diese Sprossen raufspringen, und dann oben bei den Balken ist dann halt eine Tier 2.
Eine weitere Tattoo befindet sich dann am Flughafen, und zwar in diesem komischen Kontrollturm. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Da sind halt die ganzen Fluglotsen drin und so. Und dann müsst ihr da einfach die Treppen hochgehen. Und dann kommt ihr in so einen, in so einen Kontrollraum, wo ihr dann eine Leiter hochgehen könnt. Und da ist dann ein Enchanter. Es gibt an sich auch relativ viele Enchanter auf dem Map, finde ich. Aber, also die habe ich jetzt nicht alle extra nochmal gezeigt, weil, ja, es gibt halt relativ viele. Und am Spawn ist sogar einer, da kommen wir aber später noch zu. Und ja, auf dem Dach ist dann halt, wie gesagt, in dieser Satellitenschüssel die Tattoo. Von dem Turm könnt ihr natürlich wieder runtergehen oder ihr springt so wie wir da runter. Das ist auch nice gemacht, dass sie daran gedacht haben. Also, die haben auf jeden Fall ans Gameplay gedacht, kann man ja nicht anders sagen. Im Sportplatz ist dann auch nochmal eine Tier-Tour am Basketballfeld. Ansonsten der Tier 1. Wenn ihr ins Hotel geht und im obersten Stockwerk hinter dem Fahrstuhl guckt, dann ist auch nochmal eine Tier-Tour. Und ich habe übrigens auch einen Raum in dem Hotel. Also man konnte ja so Räume dahin schicken und das war ziemlich cool. Und mein Raum ist in der dritten Etage, ganz links direkt, also in der vorletzten quasi. Dann kommen wir jetzt zur Brücke. Und zwar auf der Brücke gibt es auch eine Tier-Tour. Ich habe am Anfang nicht ganz gepeilt, wie man da hochkommt, aber das ist auch richtig cool gemacht auf jeden Fall. Und zwar gibt es da so einen Laster, da sind auch nochmal Melonen drin, wie gesagt, falls man Essen braucht. Also das haben die echt gut gemacht, dass man halt nicht verhungern muss. Und auf jeden Fall kann man da dann an zwei Leitern hoch und dann kann man durch einen mehr oder weniger schwierigen Sprung auf die komischen Stützpfahl-Dinger darauf, auf diese, keine Ahnung, wie man die nennt, auf diese Stützen eben. Und dann kann man da reinspringen und das ist dann eine Tier-Tour. Die war jetzt im Video leider schon gelootet, allerdings ist das halt, wie gesagt, eine Tier-Tour, also ich würde ja gerne mal vorbeischauen. Dann geht es jetzt weiter beim Freizeitpark, und zwar gibt es bei den Autoscootern eine Tier-Tour, und zwar in dem Orangen, das ist auf der linken Seite, wenn man reinkommt. Ja, das ist ziemlich nice gemacht eigentlich, also das war relativ unauffällig, das hat auch ein bisschen gedauert, bis wir die gefunden haben, aber ist auf jeden Fall cool gemacht. Unter der Wasserrutsche gibt es dann auch nochmal eine Tier-Tour, und zwar ist die auf diesen komischen Stützpfeilen oder Pfeilern halt. Da oben drauf sind übrigens drei Boote, falls ihr die braucht. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück in dieses moderne Viertel mit den Häusern. Und zwar kann man da aufs Dach rauf. Und zwar muss man in die zweite Etage oder in die erste Etage halt gehen. Und dann kann man sich über die Blätter darauf bauen, wie Cydex das gemacht hat. Und dann ist auf dem Dach eine Tier 2. Da war auch noch eine Tier 1, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist dann am Spawn halt, wie gesagt, der Enchanting Table. Auch ziemlich cool gemacht, weil man den eigentlich... Also von der einen Seite sieht man den ziemlich gut, von der anderen nicht so. Finde ich auch nice gemacht auf jeden Fall. Und dann nochmal zurück zum Freizeitpark, und zwar gibt es ja diesen Tower, ich glaube Freefall Tower heißen die. Und da unten gibt es einen Code, den haben wir auch mehr oder weniger entschlüsselt, und zwar muss die linke Reihe ganz nach unten, ganz nach oben, die mittlere nach unten und die rechte dann wieder nach oben. Und dann öffnen sich da Pistons, allerdings wissen wir nicht genau, wie man die Eisentür aufmacht. Also es gibt da oben, also da kommt dann so eine Wendeltreppe, und wenn man die hochgeht, dann gibt es da oben erstmal ein Crafting Table, und man kann auch noch weiter nach oben und dann kommt man zu einer weiteren Tier 2. Außerdem gibt es da eine Challenge, die Rex Caviato gestellt hat, und zwar steht da halt drauf, dass man da MLG runter machen soll. Das haben wir auch mehr oder weniger erfolgreich geschafft. Und ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Haus, und zwar gibt es da erstmal einen Schalter, wo wir nicht verraten wollen, was der kann, weil ja, ihr könnt auch noch ein paar Sachen selber rausfinden, und zwar gibt es diesen Schalter auf diesem komischen Altar oder was das sein soll. Also ich weiß nicht, ob es eine Kirche sein soll oder so. Auf jeden Fall ist halt der Schalter, den man umlegen kann. Das ist aber nicht alles, man kann nämlich auch noch in die zweite oder in die erste Etage halt hochgehen und dann in das in das Büro vom Chef quasi ganz hinten. Und da kann man dann über diese Büsche kann man dann da hochspringen. Dann findet man da bei dem einen Regal hinten eine Tier 2. Auch ziemlich nice gemacht auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein bisschen umständlich da hochgegangen, aber ist eigentlich egal. Direkt am Spawn findet ihr in Richtung Süden ist das, glaube ich, noch eine Tier-Tour. Und zwar gibt es da so ein lila Parkhaus. Da müsst ihr dann einen Knopf drücken und dann kommt ihr da ran. Und ja, das waren so die Tier-Tours, die wir gefunden haben. Es gibt noch so ein paar Sachen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, was sie können. Wie zum Beispiel die Eisentür, wie die aufgeht. Wir haben nämlich auch gesehen, dass man, wenn man auf der Brücke ist, mit Knöpfen Dispenser betätigen kann. Allerdings wissen wir auch nicht so genau, was das bringt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Hat auf jeden Fall ziemlich lange gedauert, die ganzen Tattoos zu finden. 18 Stück sind das, glaube ich. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, schreibt mal Hashtag Contents in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video, Leute. Haut rein und ciao, ciao.